Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück hier mit Frank in Drama. Nächstes Level, oder immer noch dasselbe Level wie der Großteil der letzten Episode. Zunächst einmal wurde ich häufig von diesen Spikes da aufgespießt und von einer Indiana Jones-artigen Kugel verfolgt. Jetzt sehe ich sie hier. Ich habe das die ganze Zeit nicht gesehen beim letzten Mal, weil ich zu sehr auf die Kugel konzentriert war. Aber jetzt sieht man doch, ja, die war relativ deutlich. Ich nehme wie immer die Folgen zwei hintereinander am Stück auf. Das heißt, wenn ihr eben geschrieben habt, ja, ihr habt dieses Liliane gesehen, tut es mir leid, ich konnte nicht drauf antworten. Zumindest nicht in dieser Episode, sondern eben nur schriftlich. Und ich war zu blöd zum Springen. Schön. Also nochmal bis dahin. Wobei ich sowieso in der Regel sofort schriftlich an... Ich hab's gerade noch so geschafft. Ich hatte es wieder vergessen, dass da die Liliane ist. Weil ich mitten am Labern war. Wobei ich sowieso in der Regel zeitnah schriftlich reagiere, sofern es denn möglich ist. Auf Smileys zu reagieren, finde ich schwierig. Was soll ich darauf schreiben? Smiley zurück? Ich weiß es nicht. So, jetzt wedeln wir da mal rüber und dann gucken wir mal, dass wir die Holzsache da ein bisschen besser machen als im letzten Versuch. Ich sollte einfach auf Nummer sicher gehen. Einfach direkt mehr Schwung holen, rüberfliegen und dann ist gut. Deutlich intelligenter. Das war wieder zu knapp. Finde ich. So, da können wir runterfallen. Da ist nämlich nichts. Hier ist die erste Falle. Da ist die nächste. Das war's. Ich bin gesprungen. Ich hasse das. Das ist manchmal so nervig, wenn ich voll im Laufen bin und dann auf W drücke zum Springen, dann macht er das nicht. Vielleicht muss ich dann die Pfeiltaste stattdessen nutzen. Bin mir nicht sicher. Oder ich darf nicht mehr aus vollem Lauf springen, sondern einfach wirklich nur wieder. Wenn ich D gedrückt halte und dann auf W drücke, springt er manchmal nicht, gefühlt. Was aber extrem nervig ist. Weil ich will ja im vollen Lauf sein. Ich will ja nicht stehen bleiben und dann so ein Hüpfer aus dem Stand machen. Ich weiß, dass früher in Olympischen Spielen das zum Weitsprung ging, dass du aus dem Stand springen musst. Ich weiß nicht, ob es immer noch der Fall ist. Oder ob es die Disziplin immer noch gibt, aus dem Stand springen. Ich weiß, es gibt Dreisprung und sowas. Aber früher mussten sie dann wirklich aus dem Stand eben ihre Strecke springen. Ich komme niemals weit genug, wenn ich das einfach nur so mache. Eventuell bei 50% belassen. Das war knapp. Jetzt bin ich hier wieder festgebackt. Wo ich nicht rauskomme, außer ich sterbe. Oder auch nicht. Das ist nicht ganz so optimal. Mir gefällt hier die Lücke nicht. Wenn ich ehrlich bin. Das heißt, da kommt gleich wieder was von rechts. Ich hab's gesagt. Konnte trotzdem nicht ausweichen, weil es dann zu schnell war.
Aber ich habe wieder direkt erkannt, wo die Gefahr sein wird. Das ist, glaube ich, mit das Schlimmste. Wenn du weißt, da wird an der Stelle was kommen, in welcher Hinsicht auch immer, und du nicht in der Lage bist, auszuweichen. Na komm, ein bisschen Schwung holen hier. Ich würde das Level schon gerne schaffen. Das war knapp. Ich hasse diese Sprünge. Manchmal springt er eine Meile hoch, andererseits springt er irgendwie nur so... Ups. Ich habe noch keinen wirklich guten Weg gefunden, wie ich da dieses nächste Hindernis eben konstant schaffen soll. So weit oben sein bringt mir auch nicht viel. Ob ich... Nee, ich werde nicht so viel Schwung holen können, um bis ganz nach rechts, also rechts über die Graben hinweg zu fliegen. So viel Schwung kriege ich nicht aufgebaut. Sieht man jetzt schon, dass jetzt schon quasi am Ende, was den Schwung angeht. Ja! Toll. Oh, das nervt mich, das Level. Tausendmal dasselbe Ding machen. Ich weiß nicht, wie ich das konstant schaffen soll. Diesen... Ich nenne es mal Stabhochsprung. Weil im Prinzip könnte es wohl wie ein Stabhochsprung funktionieren. In der Theorie, weil... Wenn ich da anlaufe, schiebe ich das ja quasi vor mir hin. Und ich habe ja eben auch so ein bisschen drauf gestanden. Aber nicht wirklich konstant und nicht lange. Und wenn ich es halt in diese schräge Position mache, die ich davor hatte, dann bringt es mir auch nicht viel. Weil der Sprung dann einfach so ein kleiner Hüpfer ist. Und kein richtiger Sprung, wie wenn ich es sonst machen würde. Das Problem ist, wenn ich jetzt rüberlaufen würde... Ich glaube, so ist gut. So ist optimal. Okay. Was war's? Ah, genau, da kommt jetzt die Schwinger. Ja! Muss ich da direkt wieder zurück? Weil es sieht so aus, als wäre das von der Höhe her exakt so, dass es immer meinen Kopf erwischt. Also müsste ich wieder... über die Lücke zurückspringen, was ich nicht kann, weil es nach schräg nach unten geht. Sprich, ich müsste weiter springen, als der Charakter in der Lage ist. Und das macht dementsprechend null Sinn. Ich kann mich aber auch nicht so geplant hier... Ich teste das jetzt mal für da drüben, für die andere Seite, dass ich mich eben so an den Rand hänge, wo das Ding ist. Das schaffe ich nicht, weil ich das nicht kontrollieren kann, wie ich da aufkomme, dass ich mich direkt festhalte. Das heißt, ich würde runterfallen in den Graben und wäre tot. Also macht das auch keinen Sinn.
So, das ist jetzt hier eigentlich eine relativ sichere Sache. Schaffe ich es darüber? Zurück? Ich könnte, eventuell. Ja, schaffe ich. Ich muss nur schnell genug sein. Da ist es. Bleibst du dann hängen? Du scheinst oben an einem Baum festgehangen zu sein. Aufpassen, dass hier nirgendwo eine Falle ist. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Versteckte Fallen im Gras. Okay, wir haben das Portal wiedergefunden. Ich weiß nicht, warum da noch ein Trampolin ist. Das macht mir Angst. Aber wir springen einfach durch. Impact with Reality. Level geschafft. Das hat verdammt lange gedauert. Also das war wirklich das Level, das mich jetzt am meisten Zeit gekostet hat. And now. Das sind Vögel. Das erste Mal, dass wir Vögel haben. Wir starten nochmal das Level neu. Ich kann mir vorstellen, dass ich im richtigen Moment springen muss, um mich irgendwie an den Vögeln festzuhalten oder sowas. Was hier offensichtlich nicht der Fall war. Nee. Irgendwas muss mit den Vögeln sein. Nehme ich an. Ich kann die aber nicht irgendwie steuern oder so. Zeigen die vielleicht an, in welchen Abständen hier der unsichtbare Weg ist. Das hatten wir auch schon in einem Level, wo der Weg halt einfach unsichtbar war, oder zumindest für mich unsichtbar war und sicherlich irgendeinen Sinn hatte. Dass man eben weiß, er fliegt so, dann runter, ein bisschen weiter runter, dann hoch und dann ins Ziel. Müsste ich aber Glück haben, dass ich richtig springe. Bin mir nicht sicher. Ich bin jetzt schon zweimal einfach nur drauf losgesprungen. Es hat mir nichts gebracht, außer den Tod. Ich bin mir noch der Meinung, dass die meisten Level sicherlich so lösbar sein sollten, dass man nicht sterben muss. Ich weiß nicht, ob es ein Achievement gibt für Beenden ohne Tod. Ich glaube, es gibt gar keine Steam-Achievements. Zumindest Stand jetzt. Spiel kam am 6. August raus, also im Angebot bis zum 13. August. Für euch leider zu spät, wenn die Folge rauskommt, weil die am 15. kommen wird. Was hat das da mit den Vögeln auf sich? Das verstehe ich nicht. Die fliegen einfach nur einmal durch. Das ist keine Schleife und nichts. And now. Sah das Fragezeichen schon immer so seltsam aus? Ich bin nicht drauf geachtet bisher. Ich
könnte tatsächlich so den Bildschirm größer machen, also den Spielbereich größer machen. Ist mir auch vorher noch nicht aufgefallen. Nicht, dass das irgendwas ändern würde. Aber es ist möglich. Das irritiert mich. Das ging vorher, glaube ich, nicht. Vielleicht war das mit dem Update, das rauskam. Ja, und nun? Ich weiß nicht, was nun. Ich will nicht den Hinweis nutzen. Ich habe jetzt ganz kurz überlegt, vielleicht muss ich einfach nur ganz schnell immer springen drücken, dass ich dann fliegen kann, wie die Vögel. Dass das eben deren Flügelschlag von rechts nach links symbolisiert. Ist nicht der Fall. Nein. Ich meine, das Problem ist auch, ich kann nicht so oft sterben, als dass ich bis ganz nach rüber käme. Vorher würden die Leichen wieder despawnen. Hier sieht man es. Eins. Ja. Zwei. Ja. Drei. Ja. Vier Tode sind möglich. Okay. Ich versuche einfach mal, ob ich wirklich mir selbst einen Weg aus Leichen machen muss. Eins. Zwei. Und dann springt der nicht hoch genug. Ich hasse das. Der war weit genug. Ach, ich hasse das. Das wird auch nicht der Sinn dahinter sein, einfach immer wieder reinzuspringen wie so ein Irrer. Die Frage ist halt, inwiefern ist es noch ein faires Rätsel, wenn du gar keinen Hinweis hast und wenn da nur was ist, was nur du als Entwickler sehen kannst. Also im Sinne von sowas Kleines, wo man nicht drauf kommen kann. Wenn jetzt zum Beispiel hier, wenn ich das Rätsel designe und habe ein Ziel vor Augen, ich weiß, wie ich hinkommen will oder was der Spieler machen soll und ich mache irgendwie, ja, du musst hier immer drücken, dann hier den Pixel drücken, da den Pixel drücken, da den Pixel drücken und dann erscheint irgendwas. Das wird es nicht bringen. Es muss irgendwie logisch erschließbar sein. Und dementsprechend dadurch lösbar. Deswegen glaube ich auch, dass die Vögel in irgendeiner Art und Weise da hilfreich sind. Wenn nicht sogar die Antwort. Ich weiß nur nicht welche. Ja! Ich kann nicht hoch genug springen, um auf den zu mich festzuhangeln. Die machen aber auch nichts, außer von rechts nach links zu fliegen in eine Position. Was soll das? Ich habe keine Ahnung. Und bevor ich jetzt hier noch minutenlang überlege und eh keine Antwort bekomme, machen wir die Folge ein Momentchen kürzer. Ich bedanke mich wieder fürs Einschalten. Hoffentlich bis zur nächsten Episode in Drama, wenn es nächste Woche weitergeht am Donnerstag. Bis dann noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.